Warten auf Jamaika. Fast 3 Wochen nach der Bundestagswahl und immer noch keine Sondierungsgespräche. Vielleicht nächste Woche. Doch, nächste Woche. Warum müssen wir so lange warten? Unter anderem natürlich wegen der Niedersachsenwahl. Ja, ja. Übermorgen. Übermorgen wird gewählt, da oben in der norddeutschen Tiefebene. Wo Männer noch Korthut tragen und Frauen Gummistiefel. Und zwar immer, meine Damen und Herren. Komm, ich bringe uns alle mal in Niedersachsen-Stimmung. Die Hymne. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Heil Herzog Wittekind-Stamm. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Gut, gut. Wow. Wir sind die Niedersachsen. Und was ja toll ist, ist endlich mal eine hochspannende Wahl am Sonntag. CDU und SPD liegen wieder Kopf an Kopf in crazy Niedersachsen, wo die 90er niemals aufhören. Wirklich. Ja, da ist es immer noch Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Und der CDU-Kandidat Bernd Althusmann warnt vor einem kommunistischen Linksbündnis, das aus Hannover Pyongyang macht. Und er legt gerne Schleimspuren Richtung Merkel. Sie ist schon eine tolle Kanzlerin, muss ich auch sagen. Ich habe sie vor kurzem persönlich mal etwas länger unter 4 Augen kennenlernen dürfen. Eine faszinierende Frau. Ich habe sie einfach mal zum Apfelkuchen zu uns nach Hause eingeladen. Mal sehen, ob sie kommt, ob sie mal Zeit hat. Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Zumal der Mann sich gerade von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin distanziert hat. Aber sie ist ja zum Glück nicht nachtragend. Gott steht dir bei, Bernd. Naja. Vor ein paar Monaten hatte der Apfelkuchenmann hier noch 12 Prozentpunkte Vorsprung. Wie zum Teufel hat es der amtierende SPD-Ministerpräsident Weil also geschafft, das aufzuholen? Nehme schwer an mit seiner Persönlichkeit. Welche Eigenschaften schreiben Sie ihm zu? Freundlich, liebenswürdig, ein bisschen lahmarschig. Klar, hör mal, natürlich. Ja. Lahmarschig, das ist das niedersächsische ADHS. Ne? Außerdem, hör mal, so lahmarschig ist der Weil gar nicht. Wirklich, hier im TV-Duell wollte ihn der Herr Althusmann angreifen wegen VW-Skandal und so. Und dann wurde es aber böse. Herr Ministerpräsident, Sie haben von allem, von der Diesel-Affäre aus der Tagesschau, Sie haben von Kartellverfahren aus der Zeitung erfahren. Ich glaube, Sie überblicken wirklich nicht, worüber Sie reden im Einzelnen. Das mache ich Ihnen über nichts zum Vorwurf, das ist nicht leicht zu verstehen. Ich mache Ihnen das gar nicht zum Vorwurf, dass Sie so doof sind. Ne? Auch für Doofe gibt es Verwendung. Sauber gekontert. Da könnte man fast vergessen, dass sich Weil mal den Text einer Regierungserklärung vom VW-Vorstand hat abnehmen lassen. Wie so ein kleiner Azubi. Was mir allerdings gefällt, ist sein Wahlspot. Politik ist kein Sprint. Als Kind hat meine Mutter immer zu mir gesagt, gib dein Bestes. Deswegen will ich dafür kämpfen und mein Bestes geben. Als Ministerpräsident von Niedersachsen. Geil, oder? Oder? Ne? Guckt da so über sein Land, ne? Und dann joggt er einfach los. Der Spot war so gut, dass sich die Werbeagentur gedacht hat, hey, den kann man doch zweimal verkaufen. Ja, tatsächlich haben die genau das Konzept, was wir gerade gesehen haben, auch noch an einen Schönheitschirurgen vertickt. Wirklich. Hier, ne? Erst beide auf dem Dach, zack, Schnürsenkel zu und dann über den Acker humpeln. Wahnsinn, Wahnsinn. Im Nachhinein bereue ich total, dass ich mit denen auch einen gedreht habe. Ach du Scheiße, ich bin ja in Hannover. Als Kind hat meine Mutter immer zu mir gesagt, Junge, wenn du merkst, dass du in Niedersachsen bist, hau ab. Man sollte mich nicht von hinten filmen, meine Damen und Herren. Und auch nicht beim Laufen. Im Übrigen jetzt mal ernsthaft, Hut ab Niedersachsen. Niedersachsen ist eines der wenigen Bundesländer, in denen die AfD Probleme hat. Kann man erklären, ne? Die AfD, wissen Sie, arbeitet hauptsächlich mit Angst. Angst ist eine Emotion und Emotionen prallen ab am Niedersachsen. Das ist doch gut.